Herzlich willkommen bei Aktienlust TV. Ja, liebe Zuschauer, das ist die Meldung des Tages. Die Deutsche Telekom fusioniert ihre Tochter T-Mobile US mit Sprint aus dem Hause Softbank. Ja, man hat seit Jahren über diese Fusion oder über diesen Zusammenschluss spekuliert. Jetzt wird er umgesetzt im Zug eines Aktientausches. Die Deutsche Telekom mit dem Anschluss 42% der Anteile an der neuen Gesellschaft T-Mobile halten, Softbank 27%. Ja, wie haben die Aktien heute darauf reagiert? Die Deutsche Telekom am Anfang noch mit einem Plus auf über 15 Euro. Mittlerweile ist das etwas zusammengeschmolzen. Ja, man hat sich wahrscheinlich eher einen Exit gewünscht. Ja, eine Milliardenspritze, die ist jetzt ausgeblieben. Man muss schauen, wie sich das für die Deutsche Telekom insgesamt auswirken wird. Softbank hingegen mit einem schönen Plus. Ja, man steht aktuell bei 66 Euro. Das ist ein schöner Aufpreis zum Schlusskurs vom Freitag. Ja, generell bin ich ein großer Fan von Softbank, weil Softbank ist natürlich ein Beteiligungskonglomerat eben mit der Tochter Sprint, eben jetzt T-Mobile, mit der Beteiligung an Alibaba, die alleine den gesamten Börsenwert von Softbank übersteigt, mit vielen Beteiligungen an Chipherstellern, an Roboterfirmen. Ja, man hat diese ganzen Technologiefonds am Start, 100 Milliarden schwer, mit der man in neue Technologien investiert, Beteiligungen aufbaut. Also hier ist wirklich ein Konzern am Start, dem ich langfristig extrem viel zutraue. Schauen wir uns die Charts der beiden Unternehmen an. Ja, fangen wir mit der Deutschen Telekom an. Sie sehen, das ist natürlich das deutschen größte Sorgekind an der Börse. Sie sind durch die Telekom einmal an die Börse gekommen, haben in der Spitze Kurse von 100 Euro gesehen. Dann kam der finale Absturz bis 2002 auf unter 10 Euro. Und seitdem gibt es eigentlich seit 15 Jahren mehr oder weniger eine Seitwärtsbewegung, aus der man immer wieder mal versucht hat, nach oben auszubrechen, es nie geschafft hat. Man hat zwar immer attraktive Dividenden hier kassiert, aber die wurden eher aus der Substanz heraus bezahlt. Ja, aktuell, wie sieht die Lage aus? Ich sag mal, für konservative Investoren, die eben auf ein sicheres Geschäftsmodell setzen, auch eine attraktive Dividende wünschen, als Beimischung ist die Aktie durchaus ein Thema. Wer aber wirklich in Wachstum investieren will, der sollte sich eher die Softbank anschauen. Hier sieht man den Chart in den letzten Jahren, starkes Plus in 2013, 14, dann ging es in die Seitwärtskonsolidierung. Jetzt mit diesen Nachrichten im Hintergrund könnte endlich der Ausbruch auch wieder aus der Korrektur erfolgen. Dann sind auch hier wieder neue Höchststände drin und unterbewertet ist die Aktie, wie gesagt, ohnehin allein der Wert an Alibaba. Und hier ist das Potenzial in den nächsten Jahren ja auch noch immens, übersteigt den Börsenwert von Softbank. Also das zu Softbank und Deutsche Telekom von mir an dieser Stelle. Bis bald hier wieder auf Aktienlust TV, Ihr Jürgen Schmidt.